Servus Freunde, mir ist ja gerade eben, als ich das Blinker-Relais getauscht habe, das Video habe ich jetzt schon hochgeladen, da ist mir ja die Serviceklappe kaputt gegangen. Beziehungsweise ich konnte hier einfach diesen Plastikstift mit der Schraube hier rausdrehen. Und ich habe mir jetzt gedacht, das kann es ja wohl nicht sein. Das kann ich so nicht auf mir sitzen lassen. Hier sieht man auch jetzt, das sind relativ viele kleine Risse drin. Und irgendwas hat auch bei relativ hohen Drehzahlen vibriert. Ich konnte nur nicht ermitteln, was es war. Das Ventilspiel habe ich ja eingestellt. Den Kettenspanner, den Steuerkettenspanner habe ich nachgeprüft und alles geguckt. Das ist ja soweit in Ordnung. Aber irgendwas hat da bei hoher Drehzahl vibriert. Ich vermute, dass das schon so angebrochen war, dass bei hohen Drehzahlen das Plastik hier an der Bruchstelle vibriert hat. Das würde das jetzt auf jeden Fall erklären. Da werde ich morgen weitermachen, also das Video weitermachen. Ich muss nämlich noch erst ein paar Sachen besorgen, um das hier zu reparieren. Ich werde jetzt mal gucken, wie ich das am besten hier anstelle, aber ich werde das versuchen zu reparieren und eventuell zu verbessern, zu verstärken, damit das nicht mehr passiert. Weil wenn ich jetzt neue Klappen bestelle, ich glaube, die werden auch irgendwann wieder rausbrechen durch die hohe Vibration am Rahmen. Das ist ja okay. Dann werde ich morgen weitermachen. So, ich habe mir jetzt ein paar Gedanken gemacht, wie das so passieren konnte. Ich schätze, das wird zum einen ein zu fester Anzug gewesen sein. Und die Vibrationen von dem Motor, die sind ja schon nicht unwesentlich. Also das Teil kann bis 10.000 hochdrehen, 10.000 Umdrehungen. Und das alles überträgt sich auf den Rahmen, da der Motor ja fest am Rahmen verbunden ist. Und ja, der Plastiksteg hier, der hier abgerissen ist, der ist ja dann hier quasi direkt am Rahmen dran. Das heißt, die Vibrationen, die werden voll auf das Plastik übertragen. Also hier. Die werden voll auf das Plastik übertragen. Und hier ist zwar eine Art Vibrationsdämpfung mit einem Gummi, aber das sitzt hier oben drauf dann. Das bringt nicht wirklich viel. Das kann nur ausreißen. Und jetzt kommt's. Jetzt habe ich auf der anderen Seite geguckt. Ich habe gedacht, ich gucke nicht richtig. Da ist es auch schon angebrochen. Da ist es gebrochen. Da ist es gebrochen. Das gibt es ja wohl nicht. Das Zeug, das ist unfassbar. Das ist auch ziemlich spröde, habe ich gemerkt. Jetzt bin ich mit dem Ellenbogen hier an den Spiegel. So. Das ist auch ziemlich spröde. Wenn ich jetzt mal gucke. Man kann das einfach hier mit dem Fingernagel abpopeln. Guckt euch das an, das kann man einfach abpopeln, das ist so richtig spröde. Ich habe mir jetzt überlegt, da das eh schwierig zu verkleben ist, da ja schon einiges abgebröselt ist hier, lasse ich diesen Mist da weg und werde mir Glasfaser besorgen morgen und werde das hier abschleifen, abfeilen, soweit es geht. Ich werde hier den ganzen Deckel abschleifen, dann ist auch die rechtliche Aufschrift nur weg. Dann werde ich das alles abschleifen, hier abschleifen, abfeilen, so gut es geht, beziehungsweise das, was hier so bröckelig ist, mal versuchen wegzumachen. Und dann werde ich hier Glasfaserlagen drauflegen und verkleben. So, das ist jetzt so mein erster Gedanke. Und dann, wenn das verklebt ist, abschleifen. Und dann werde ich ein Loch bohren
Und dann werde ich mir noch was anderes zur Vibrationsdämpfung einfallen lassen, weil das kann es echt nicht sein. Das wird immer wieder ausbrechen. Die Vibrationen, die sind einfach zu heftig. So, soweit, so gut. So, ich war heute im Baumarkt und habe ein Polyester-Reparaturset gekauft. Da ist dieses, ja, das Gewebe drin, der Härter und dieses Harz selbst. Ich werde jetzt als erstes die Servicedeckel, das ist jetzt der von der anderen Seite, also der, wo mir beim Blinkerrelais-Video kaputt gegangen ist. Und hier der andere auch, da ist auch schon gleich der Steg abgebrochen beim Herausdrehen. Und ja, das kann man in die Ecke feuern. Ich werde mir da was anderes überlegen, zur Vibrationsdämpfung. Auf jeden Fall werde ich jetzt grob erstmal mit einem Schwingschleifer die Flächen abschleifen, so gut es geht, und dann von Hand mit dem Schleifpapier den Rest abschleifen. Und dann geht es auch zur nächsten Sache, also mit dem Polyester-Harzzeugs. So, ich habe das jetzt mal ein bisschen angeschliffen und ihr seht hier unter dem Klarlack, da ist dieser Aufkleber drauf. Das können wir abziehen und dann versuche ich das jetzt hier bündig zu schleifen alles. Hier die Bruchstellen alles abschleifen und ja, zu den Aufklebern. Okay, für das Markenzeichen oder für so Sachen ist es okay, wenn das unterm Klarlack ist. Nur was mich ein bisschen aufregt, dass diese Warnschilder oder diese Hinweisschilder auch unterm Klarlack sind. Bei jedem Moped, egal welche Marke, ist es einfach nur aufgeklebt auf dem Klarlack. Nein, die müssen das hier mit dem Klarlack drüber lackieren. Und so auch bei der Pauni genauso dasselbe. Da habe ich jetzt einfach was anderes draufgeklebt, weil ich dachte, ah, man kann das abziehen, und habe dann den Klarlack mit abgezogen. So ein Mist. Also wirklich, jetzt habe ich halt hier so einen Aufkleber drauf gemacht. So viel mal zu den Aufklebern und dann schlafe ich mal weiter jetzt. Okay, ich habe jetzt die Serviceklappe soweit abgeschliffen. Gut abgeschliffen hier unten und auf der anderen Seite, dass da nachher auch das Harz mit dem Polyester hält. Und ich werde jetzt einfach nur erklären, was ich als nächstes mache, weil das jetzt alles aufzunehmen, wie ich das mache, das würde den Zeitrahmen auch hier sprengen. Ich sag, kann euch nur sagen, wie ich das, also beziehungsweise was ich mache. Ich habe jetzt mit dem Schwingschleifer hier alles soweit abgeschliffen, 120er Körnung, und habe jetzt mit, was ist das, 240er Schleifpapier mal alles so grob, was heißt grob, also etwas feiner abgeschliffen, dass das nachher mit dem Lack auch gut aussieht, halbwegs gut. Ich mache das jetzt nicht hier professionell und was weiß ich, es soll nur halbwegs gut aussehen und es soll die Funktion erfüllen. Und ja, auch später beim Lackieren, wenn ihr dann lackieren wollt und es ausprobieren wollt, ihr müsst erstmal mit Prüfstücke und so weiter lackieren. Am besten Videos auf YouTube gucken, auch wie man am besten verspachtelt und so weiter. Ich sage jetzt nur, was ich hier mache. Und ja, die Teile habe ich auch soweit gereinigt jetzt nach dem Schleifen mit Bremsenreiniger, mal ein bisschen abgesprüht. Und dann geht es auch gleich schon an das Polyester. So, ich habe jetzt den Härter hier reingemacht. Also ich habe jetzt 100 Milliliter genommen, das war glaube ich fast schon zu viel. Auf 100 Milliliter kommen 2% Härter rein, also 2 Milliliter Härter. Das habe ich dann vermischt mit dem Pinsel in dem Becher und habe dann diese Glasfaser oder Polyesterfaser oder was auch immer das hier ist, habe ich dann hier zugeschnitten, passend hier reingeschnitten und dann alles bestrichen. Glasfaser oder Polyesterfaser drauf und dann nochmal drüber gestrichen. So, auf der anderen Seite
So, da habe ich dann auch ein Stück rausgeschnitten, so gut es geht, und dann auch hier mit dem Harz bestrichen. Das lasse ich jetzt alles trocknen. So, und das hier habe ich hier komplett ausgefüllt zur Verstärkung auch nochmal. So, dasselbe auch mit dem anderen Deckel. Da war ja das größere Loch. Das habe ich hier alles ausgefüllt. Da sind noch ein paar Fransel. Das muss ich dann auch noch irgendwie wegmachen. Und auf der anderen Seite hier auch. Dann ausgefüllt mit einem Stück, was ich rausgeschnitten habe aus einer Ecke. Und dann sieht das so aus. Wichtig ist, es muss alles fettfrei sein. Das heißt mit Bremsenreiniger oder am besten ich habe hier Algorex Silikonentferner. Sobald irgendwo irgendwelche Silikone drauf sind, es reichen schon die Dämpfe von Silikone und dann lassen sich Stellen nicht mehr kleben bzw. auch nicht mehr lackieren. Das werde ich vor dem Lackieren auf jeden Fall auch noch hier machen. Und dann ist das soweit jetzt erstmal fertig. Das lasse ich jetzt trocknen. Okay, kleines Update. Die Fiberglasmatten mit dem Polyesterharz sind jetzt ausgehärtet. Ich habe jetzt auch schon hier alles abgeschliffen, also plan geschliffen. Das ist wirklich, das Zeug ist wirklich bombenhart. So, hier sieht das soweit aus. Das werde ich jetzt alles noch entstauben. Und ja, dann nochmal entfetten. Und dann werde ich noch, ich muss vorher noch ein Loch bohren. Für den Bolzen, der hier durch muss. Und dann geht es eigentlich schon auch ans Lackieren. So, die Löcher sind drin. Ich habe jetzt mit einem Zweierbohrer oder was drei. Ich glaube, ich habe einen Dreierbohrer genommen. Erstmal vorgebohrt und dann mit einem 6,5er Bohrer die Löcher hier quasi nachgebohrt. Da kommt später dann der Bolzen durch. Und so sieht das Ganze aus. Das Zeug ist, das ist wirklich steinhart. Das ist besser wie das Plastik selbst hier. So, drin habe ich auch alles angeschliffen, dass der Lack auch nachher besser hält. Hier auch. Und dann werde ich das jetzt mit Algorex entfetten und dann werde ich es lackieren. Das Ergebnis werde ich euch dann wieder zeigen. So, ich habe es jetzt fertig lackiert. So sieht das Ganze aus. Und also ich habe jetzt nach dem Entfetten und Reinigen 2K-Lack aufgetragen, schwarz. Das war jetzt ganz schwarz und habe dann nochmal eine Schicht Klarlack aufgetragen. Das ist jetzt soweit mal abgetrocknet, aber das muss jetzt noch aushärten. Ich werde es jetzt morgen wahrscheinlich wieder montieren. Das werde ich auch noch dokumentieren, wie ich das dann hier mache mit den Löchern beziehungsweise mit der Vibrationsdämpfung. Und polieren, ja, das wird wahrscheinlich erst in einem Monat möglich sein, weil bis die Lackschichten hier ausgetrocknet sind, das dauert wirklich. Also die Aushärtung, die geht relativ schnell eigentlich, aber bis der Lack wirklich richtig komplett ausgehärtet und getrocknet ist, das kann einen Monat gehen. Deshalb werde ich hier jetzt auch noch nichts polieren. So sieht die Oberfläche aus. Es ist nicht perfekt. Man sieht es auch hier. Man müsste es dann noch polieren, aber das kann man so noch nicht machen. Ich habe auch noch nicht die Möglichkeit zum Aushärten. Ich kann es auch nicht in den Ofen schieben oder sonst was.
Das muss einfach so aushärten und ja, soweit. Dann geht es morgen an die Montage. Also, ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Lust mehr bis morgen zu warten. Soweit sieht der Lack schon relativ gut aus. Angetrocknet ist er. Und jetzt habe ich hier die Bolzen schon vorbereitet. Ich habe jetzt größere Unterlegscheiben genommen und größere Gummis und dickere Gummis. Was ich mir jetzt überlegt hatte, also die Gummis, die waren ja vorher schon, nur nicht so groß. Ich lege das hier drauf quasi. Und auf der anderen Seite, das sieht man jetzt auch noch, das Fiberglas mit dem Polyesterharz. Und auf der anderen Seite, da habe ich jetzt einfach aus einem Stück Benzinschlauch das Gummi rausgeschnitten. Das kommt dann quasi hier auf die Schraube statt dem Plastiksteg. So, und so liegt quasi das Ganze mit dem Gummi am Rahmen an. Und man hat noch etwas Spiel zum Zudrehen, ohne dass gleich irgendwas bricht oder sonst was. Und damit wäre das gesamte Teil hier entkoppelt. Damit dürfte das nicht mehr reißen. Wobei dieses Polyesterharz mit dem Fiberglas, das ist bombenhart. Also, das war jetzt das erste Mal, dass ich sowas gemacht habe. Und das ist echt nicht schlecht. Okay, dann gehen wir jetzt zur Montage über. Das ist jetzt eigentlich nur noch einhängen quasi. So, das Ganze hängen wir oben ein. Und ich benutze vorher noch Schraubensicherung. Ein ganz kleines bisschen mache ich hier aufs Gewinde. Damit ist garantiert, dass sich da nichts von selbst rausdreht. Okay, so, jetzt hänge ich das hier wieder ein. Das Gewinde unten. So. Und dann die Schraube festdrehen. So, und wie gesagt, jetzt fehlt natürlich die Aufschrift, das ist klar, aber ehrlich gesagt ist mir das wurscht. Hauptsache, es ist wieder ganz und sieht halbwegs gescheit aus. Es ist ja auch immerhin meine Allwettermaschine und die wird bei jedem Wetter bewegt, bei schlechtem Wetter. Von daher, wenn das jetzt wirklich durchweg hält, also es sollte auf jeden Fall halten, jetzt mit der Entkopplung vor allem, dann hat sich das doch gelohnt. Hätte ich jetzt, wie gesagt, eine neue Schale hier geholt und einen neuen Servicedeckel, hätte den montiert, der wäre garantiert nach ein paar hundert Kilometer hier wieder gebrochen. Das lag einfach daran, weil dieser Plastiksteg, der hier dann an einem Rahmen anliegt, nicht entkoppelt ist und die ganze Vibration das ganze Plastik kaputt macht. Okay, dann wäre das Problem auch gelöst. Und dann kommen wir nächste oder am besten, besser gesagt, morgen kommen wir zum nächsten Problem. Das muss ich auch noch beheben. Und ja, dann sage ich mal bis zum nächsten Video.
liked, abonniert und wenn ihr noch Anregungen oder Fragen habt, schreibt in die Kommentare bitte. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Fahrt.